In diesem Video zeige ich, wie ich mit Hilfe des Saugheberprinzips Wasser trinke. Ich benutze einen Silikonschlauch, der etwa einen Meter lang ist und einen Durchmesser von 4 mm hat. Das eine Ende des Schlauchs ist im Becher, das andere Ende kommt in meinen Mund. Der Becher muss sich oberhalb des Mundes befinden, sonst funktioniert es nicht. Dank des Saugheberprinzips muss ich nur einmal das Wasser über den Scheitelpunkt des Schlauchs saugen, dann läuft es von alleine weiter. So läuft das komplette Wasser ohne weiteres Saugen aus dem Trinkbecher. Sobald der Becher tiefer als der Mund ist, fließt das Wasser nicht mehr. Ich muss mich sehr konzentrieren, damit ich das Wasser ansaugen kann. Da ich bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekam, arbeitet mein Gehirn fehlerhaft und mein Saugreflex wurde in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch konnte ich als Säugling weder an der Brust gestillt noch mit einem Säuglingsfläschchen gefüttert werden. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem anderen Video. In diesem erzähle ich in einem Vortrag über mein Leben mit der infantilen Zerebralparese. Mit einem Trinkhalm zu trinken ist für mich sehr schwierig, da ich für jeden Schluck am Halm saugen muss. Mit dem Schlauch ist es deutlich einfacher, da ich das Wasser nur einmal ansaugen muss, um es in Fluss zu bringen. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass das Wasser weiterläuft, auch wenn ich mit dem Schlucken nicht hinterherkomme oder ich mich verschlucke. Mit einem Schnabelbecher funktioniert es am besten. Das Wasser läuft ohne Saugen von selbst in meinen Mund und falls ich mich verschlucke, kann meine Assistenzkraft den Becher einfach schnell absetzen.